Ich hole mir jetzt ein paar Pokémon mit guten IV ab, damit zwar ein wenig Pokémon Go. Also, diesen kleinen Trick habe ich ja schon vorgestellt. Wenn man gerade keine Zeit hat, unterwegs ist, so viele Pokémon sind da, kann man die Pokémon, also die Quests mit dem Pokémon auch einfach annehmen. Aber die Belohnungen, aber flüchten. Und dann ist es möglich, dass man alle auf einmal hier sozusagen erledigt. Jetzt habe ich ein Vulnona hier und meine IV-Tabelle sagt, dass das eher ein schlechtes ist, aber ich fange die trotzdem alle mit einem Hyperball. Also da hat jemand auf Reddit hier, Moment mal, beziehungsweise die, eigentlich wird gesagt, dass die auch nicht flüchten. Von daher könnte man da eine Sananabeere immer anwerfen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob die nicht flüchten können. So, da hat jemand auf Reddit so eine Tabelle gepostet. Und da steht eben dran, die Level 15er Max IV. Oh, fange 10 Pokémon habe ich sogar auch fertig abgeschlossen. So, 893er Vulnona hier am Start ist so mittelmäßig. Aber die haben eben alle mindestens 10, 10, 10. Deshalb sind die eigentlich gar nicht so verkehrt. Jetzt habe ich die Quest abgeschlossen. Hier, fange 10 Pokémon. Kabums. Und wenn ich Glück habe, kommt eventuell noch irgendwas mit Gift. Das wäre natürlich sehr genial. Rettern! Ja, rettern sich, wer kann. Tatsache. Da habe ich jetzt hier ein Gift-Pokémon. Oh, Moment mal, IV habe ich jetzt gar nicht. Oh, das ist ein ganz gutes. 333 sind 100% und das hat 323. Von daher dürfte das locker irgendwie 92-94% haben. Und danach kann ich direkt mein nächstes Pokémon fangen. Denn ich habe hier fange 3 Pokémon vom Typ Gift. Normalerweise hätte ich so eine Quest gar nicht angenommen oder hätte ich sofort gelöscht, aber es waren gerade 2 Gift-Pokémon in der Nähe, als ich angriff. Angriff 15. Ja, das ist ein halbwegs gutes, das kann ich mal speichern. Dann hole ich mir das direkt ab. Also jetzt habe ich hier das noch zweimal und einen freien Slot. Und der obere Button, der ist eben, hat der eine andere Farbe? Tatsache, oder? Der obere Button ist eben für die Quest, die man sich speichert. Und der untere hier jetzt. Ein Slimer haben wir hier. Moment, 521. Das ist nicht sonderlich gut. Da reicht ein Superball. Moment, wollen wir jetzt mal für die Wissenschaft ein bisschen... Nein, ich wollte gar nicht reintreffen. Und ohne Curveball. Wie kann man am besten testen, ob das Ding flüchten kann oder... Ja klar, ohne Curveball mit einem normalen Pokéball. Okay, gut. Ja, warum nicht? Das kommt direkt weg. Müsste aber trotzdem mindestens... Kann es sogar mit allen aufnehmen. Gut. Und jetzt habe ich hier noch... Ein Nebulak. Als ob. Als ob. Ich meine, ich kann mich erinnern, das war da dabei, aber... Ist doch kein gutes übrigens. Nein, Moment mal. Wir machen hier nochmal so ein bisschen. Die ganzen Pokébälle zerstöre ich sowieso immer. Ich will mit Absicht nicht in den Kreis treffen, ob er so ein Ding auch flüchten kann. Aber ich habe Anekdoten gelesen, also keine Berichte, keine Forschungen oder so. Aber mehr Leute finden gerade mehr Carpador. Und ich muss sagen, und da bleibt das Ding einfach drin, ohne irgendwas. Ich habe auch Carpador einfach so in irgendwelchen Gassen, weit abseits von Wasserbiomen gefangen. Jetzt nicht ultra viele, aber auf jeden Fall mehr als bisher. Weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall ist, ob man da eher drauf achtet, aber Carpador erhöht. Bisschen für die Mew Quest, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren das alle. Nö, da kommt noch was. Ein Mankey. 415, das ist auch nicht so schlecht. 429 ist hier Maximum. So, wir versuchen es nochmal. Werde ich es schaffen, dass mir ein Ding flüchtet? Ich glaube, es ist unmöglich. Will ich auch mal meinen Teil zur Wissenschaft beitragen. Aber wenn ich dann eine Sananabeere habe, Hyperball, Curveball, großartig, dann brechen die Dinge aus. Wenn ich nichts verwende in den Pokéball und nicht mal in den Kreis treffe, dann fängt man natürlich sofort. Oh Mann. Gut. Dürfte auch ein gutes sein, genau. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen. Sehr schön. Also, und das war nur, weil, wie lange war ich draußen? Eine Stunde oder so und habe jetzt hier 5 Pokémon? Also, das geht schon definitiv in Ordnung. Und ich muss sagen, da bin ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen am Umdenken. Und zwar eben im Hinblick auf die Questbelohnungen. Weil
Ich bin momentan echt hin und her gerissen. Hatte ich neulich eine Quest irgendwie fange dreimal Traubsi oder Kramurks? Als Belohnung 5 Pokebälle, glaube ich, so war das. Und ich dachte mir, naja, die Quest ist einfach, die werde ich jetzt bestimmt schaffen. Aber 5 Pokebälle? Was habe ich davon? Ich zerstöre die Pokebälle ja sowieso. Das Einzige, was man eben bekommen würde, ist eine abgeschlossene Quest für die Medaille. Es ist die Frage, oder nicht nur für die Medaille, sondern einfach, wenn man irgendwann mal auf Gold hat, dann zählt das ja trotzdem dazu und dann kann man irgendwann sagen, ja, seht mich an, ich habe 10.000 erledigte Quests. Aber für 5 Pokebälle dachte ich mir, ich kann die auch einfach löschen und bekomme sofort eine neue. Eventuell gibt es da was anderes. Und jetzt muss ich sagen, ich meine ab und zu, wenn es wirklich eine extrem einfache Quest ist, die 5 Pokebälle gibt, dann mache ich sie flott. Aber ansonsten bin ich gerade eher am Löschen, Löschen, Löschen und nehme vorrangig die an, wo man Sternenstaub erhält. Zum Beispiel absolviere einen Raid oder kämpfe in einer Arena, irgendwie sowas. Und wenn ich sehe, da ist gerade eine Arena oder ein Raid in der Nähe, dann lasse ich die Quest. Aber ansonsten, warum sollte ich die aufheben, wenn ich am Weg zu diesem Raid oder wo auch immer, wenn ich da schon wieder 10 neue Quests hätte annehmen können? Und zum Beispiel jetzt die Fange ein Drachen-Pokémon ist mir eingefallen. Die könnte man ja richtig leicht machen bei Latias. Und die zweite Sache ist eben Pokémon-Begegnungen. Das sind, glaube ich, die heißesten Quest-Belohnungen, die es aktuell so gibt. Ja klar, ab und zu irgendwie 3 Bären oder so sind ganz nett. Ein paar Hyperbälle sind nett, vielleicht Sonderbonbons. TMs übrigens hat weltweit wohl noch niemand bekommen. Also es hieß zwar, offiziell TMs soll man auch bekommen und in Pressescreenshots haben die TMs gezeigt, aber das wurde wohl wieder rausgestrichen oder vielleicht heben sie sich das für besondere Quests auf, die noch kommen sollen. Momentan gibt es die jedenfalls noch nicht. Ja genau, also ich glaube, ich werde viel mehr noch einfach löschen, 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 bis ich Quests bekomme mit einer Pokémon-Begegnung. Und da ist es mir im Prinzip vollkommen egal, welche Quest, weil da kann man ja auch ein bisschen vorhersehen, welches Pokémon dann in der Begegnung auftaucht, aber da hätte ich gerne alles mit guten IV. Magma zum Beispiel bekommt mal eine Entwicklung. Die Starter können dabei sein. Oder was man jetzt gesehen hat, Nebulak. Was würde ich für ein 100% Nebulak für ein Gengar tun? So einiges. Lavita kann drin sein. Dratini. Quapsel hat einer ein 100%iges bekommen, habe ich auf Twitter gelesen. Ein 100% Quaporate ist der Chef. Ich zerfetze dich jetzt mit dem Blubbergefecht. Wäre auch nicht so verkehrt. Von daher, ich glaube, das mache ich so lange, bis ich mal ein 100er aus einer Quest erhalte. Ich habe mir zum Beispiel eine Quest auch behalten am Heimweg hier, die hieß Fange 10 Pokémon vom Typ Normal und dafür bekomme ich 5 Superbälle. Ich zerstöre sogar aktuell ab und zu Superbälle, wenn mir der Inventarplatz ausgeht. Von daher, die Bälle, die hauen mich nicht um. Keine Ahnung, warum ich die jetzt angenommen habe, weil ich hätte einfach keine neue mehr bekommen können. Bären, ganz nett und so, aber wirklich, holt euch die Pokémon-Begegnungen. Das dürften meiner Ansicht nach die interessantesten Quests sein. Eine Woche danach, jetzt mal kleines Fazit. Okay, und dann haben wir noch eine Sache, aber das ist nichts Bestätigtes. Ich bin da auch dran und werde versuchen, genauere Infos ranzuholen. Auf jeden Fall steht die Theorie im Raum, dass nicht alle von den neuen Raids auch überall gefunden werden können. Sprich, wir haben ja Valraiser, Pinsir, Zwielicht Chapit, Rundemon und Granbull als neue Raids. Und offenbar sollen 3 nur bei Latios und 3 nur bei Latias auftauchen, also in den Gegenden, wo Latios ist und wo Latias ist. Nehmt mich nicht beim Wort, aber ich habe persönlich auch zum Beispiel noch kein Pinsir gesehen. Und laut Theorie of the Sylph Road sollen Valraiser, Pinsir und Zwielicht nur in der Region von Latios, also nicht bei uns, auftauchen. Und Rundemon, Granbull, Chapit sollen bei uns, bei Latias auftauchen. Obwohl ich zugeben muss, dass ich lediglich unzählige Granbull Raids gesehen habe und Chapit, aber noch kein Rundemon. Also einen Rundemon Raid habe ich noch nicht ausfindig machen können. Genauso wenig aber wie einen Zwielicht, Pinsir und Valraiser Raid. Man sieht fast nur Latias oder irgendwie die Altbekannten, die wir schon länger haben. Also wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Pinsir Raid ist in Europa, das wird eventuell nichts.
Aber mal schauen, ich werde da noch berichten in irgendeinem der nächsten Videos. Es könnte sein, dass das auch regionale Raids sind sozusagen und die wechseln dann. Oder es könnte sein, dass das nur ein Fehler ist, was auch immer. Ich habe aber auch auf YouTube jetzt noch gerade ein bisschen rumgesucht, ob da jemand einen Pinsir Solo Raid gemacht hat oder einen Hundemon. Und ich habe einen Polen gefunden mit Hundemon, das würde passen. Und eher Amerikaner mit anderen Raids wie zum Beispiel Pinsir. Also mal schauen, denn ich persönlich hätte mir auch gerne mal alle von den neuen Raid-Bossen Solo angesehen. Hatte jedoch noch nicht das Vergnügen, die auch anzutreffen, außer eben, wie gesagt, Granbull. Und Gengar habe ich irgendwann gemacht, aber das war ja ein alter Raid-Boss. Also genau, nur so ein kleiner Hinweis am Rande. Vielleicht gibt es noch mehr regionale Raids als nur Latios und Latias. Und Niantic hat uns das eigentlich verschwiegen, beziehungsweise einfach nur nichts dazu gesagt. Gut, aber für heute soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich mehr fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.